Diese Hüften lügen nicht. Sieh dir das an. Da sehe ich aus wie Judd Nelson in Breakfast Club. Das ist dein Vater, als er in deinem Alter war. Da sah er aus wie du. Moment, das heißt, ich sehe so aus wie er, wenn ich in seinem Alter bin? Was eine Überraschung. Nein! Hätte schlimmer kommen können. Das ist unmöglich. Immerhin bekommst du niemals eine Schulterglatze. Dean, es geht los. Das hier habe ich auf deinem Kissen gefunden. Ja, oh mein Gott, schnell. Ich brauche Donald Trump-Toupee. Luis. Was? Jean, du bekommst keine Glatze. Entschuldige dich, Luis. Entschuldigung. Schon okay. Warum sollte ich mich daran klammern, wenn ich dazu verdammt bin? Tja, keine Ahnung. Lynn. Warum warten? Bringen wir es hinter uns. Ich will den ganzen Bob mit kreisrundem Haarausfall, gebückte Haltung, Stop. Wampe Bitte. Und ein Wischmopp über der Lippe. Das ist unglaublich beleidigend. Dass ich mich so gehen lassen werde, ist ja auch deine Schuld. Los in die Schule. Wir gehen ja schon. Bis da. Ein kleines bisschen Deko weg. Was auf die Schultern und die Ohren streuen. Noch etwas Kleber. Zeig's mir. Voila! Das ist perfekt. Ich wurde geteert und gebobbt. Keine Ahnung, wie ich die Armbehaarung so trostlos hinbekommen habe, aber ich habe es geschafft. Kann ich reinkommen? Ich muss mal... Oh mein Gott. Als würde man in einen Spiegel gucken. Stimmt doch gar nicht, Jean. Wer ist Jean? Euch zu unterscheiden ist unmöglich. Leg das Zeug ab. Lynn, komm her und regel das. Du nennst deine Mutter nicht Lynn. Was ist... Oh, hey, Bob im Handgepäckformat. Oh. Linda, hör auf, ihn zu ermutigen. Darf ich auf Toilette? Oh, wow, das ist ganz schön schräg. Nein, ist es nicht. Ihr seid meine Familie und ich liebe euch. Aber ihr seid schrecklich. Ihr seid alle schrecklich. Das habe ich noch nie gesagt. Wie du das gesagt hast. Naja, irgendwie schon. Das ist ja unglaublich. Jean. Bob. Okay, es reicht. Es reicht. Ich lasse mich nicht darauf ein. Tust du doch. Nein, ich... Oh mein Gott. Unglaublich, er ist wirklich gut. Oh. Er ist nicht gut, Nein, Lynn. Er ist nicht gut, Lynn. Er ist gut. Jean, sei doch nicht so bescheiden. Lynn. Warum? Jean. Lynn. Mir reicht's. Oh, ist der nicht einfach süß? Hör auf, mir zu folgen. Hör auf, mir vorne weg zu folgen. Richard Chutney. Geht die Geschichte noch lang, Teddy? Ich meine, sie ging schon lang, aber geht sie noch länger? Die eigentliche Geschichte kommt erst noch. Jean, ich brauch dich hier am Tresen. Stell dich Teddy gegenüber. Ich bin gleich wieder zurück. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, so abgespeist zu werden, Bob. Also jedenfalls fand ich mich in der Asia-Abteilung wieder. Mhm. Dort taten sich mir neue Welten auf. Ich habe Babybrei aus Indien geholt. Die Babys dort sind zäh. Ich sag nur Kurkuma. Das ist faszinierend, Teddy. Mini-Bob macht sich gut. Ja, ich glaube, ich behalte ihn. Lynn, hör auf. Hör du auf. Nein, du hörst auf. Nein, du hörst auf, Mini-Bobby. Hör auf. Bobby, hör auf. Seht euch an, ihr verhaltet euch wie ein altes Ehepaar. Wir tolerieren uns. Okay, genug jetzt, Jean. Geh zurück in die Küche. Dads alte Videokamera, ein paar Tapes und ein VHS-Rekorder? Sag hallo zu deinem hochmodernen TV-Studio. Aber da ist Jeans Geburt drauf. Nur wie sein Köpfchen rausschaut, das können wir überspielen. Sieht aus wie ein wütender Eisbär, der aus einer Gletscherspalte guckt. Hm, okay. Hör mal zu, Prinzessin. Keine Ahnung, was du dir da in den Kopf gesetzt hast, aber sei versichert, wir werden dich unterstützen. Was auch immer passiert, deine Mutter und ich werden dich immer lieben. Ist gut. Er hat dich gerade mit Väterlichkeit nur so vollgesabbert. Ja, war ganz okay. Ich war klasse. Ein wenig zu bemüht. Okay, Fräulein, bin gespannt auf deine Erklärung. Wo ist deine Schwester, Luis? Tina ist nicht hier, Jean. Werd bloß nicht frech. Hey, ich lass nicht mal Dad so mit mir reden. Wir konnten nicht schneller. Jean, was machst du denn hier? Sie haben mich angerufen. Sie haben mich angerufen. Ich kann's nicht glauben, meine Tochter ist der Kakadu. Sie ist nicht mehr meine Tochter, okay? Oh, sag sowas nicht, Jean. Genau das sollte er sagen. Sie ist unten bei der Versammlung, um ihren Namen reinzuwaschen. Ohne diese Rotzgören wäre unser Leben so viel einfacher. Wir könnten schön ins Kino gehen. Lynn. Tut mir leid, aber stimmt doch. Jeder Junge, hör doch auf sie. Sowas ist doch nicht lustig. Ich meine, ein bisschen vielleicht, aber was wollen wir damit ausdrücken? Ich halte nicht mehr aus. Ich will sehen, wie er einen abdrückt. Ich will wieder ein Kind sein. Los, los, los. Ein Glück, er ist wieder er selbst. Oh, ich werde ihn vermissen, meinen putzigen Mini-Bobby.